Zuckerstein, sozusagen Sahnekaramellen für Trolle. Trolle mögen sowas. Für meinen Geschmack ist zu viel Muskovit drin. Allerdings riskieren sie dadurch Zahnausfall. Eine üble Sache für Trolle. Wie dem auch sei, derzeit haben wir keine. Jemand hat die Räder vom Lieferwagen verspeist. Passiert ungefähr einmal pro Woche. Vielleicht sollte ich auch Wagenräder auf die Speisekarte setzen. Ja. Ratte roh fürs volle Aroma. Warum habe ich plötzlich ein so ungutes Gefühl? Oh, Mäuseblut. Mäuseblut habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht, aber wir können hier natürlich Mäuseblut kriegen. Zunächst mal auf Wiedersehen. So, wer sitzt da? Und wer sitzt da? Das ist ein Troll, den kann man nicht ansprechen. Obwohl, wenn das ein Troll ist, das ist halt der typische Fantasy-Troll und eigentlich nicht der Scheibenwelt-Troll, der aus Stein besteht oder aus Gesteinsartigem. Ob dies etwas mit dem Café Olé zu tun hat, von dem man immer wieder hört? Ich glaube nicht. Ah, eine Speisekarte. Was man hier wohl so ist denn Musik gerade so laut? Wartet mal. F5 und zurück und Sound und Musik. Ein bisschen leiser machen vielleicht. Mal sehen. Ratte mit Brötchen, Ratte in der Tüte, lebende Ratte am Spieß. Ja. Cordon bleu aus betäubter Ratte, in Weißweinsoße zubereitet, mit Schalotten, Trüffel und kleinen Kartoffeln. Oh Mist, das gibt's klingt nur an nobel. Jedem zweiten Dienstag. Schade, obwohl das klang jetzt eigentlich ganz gut. Aber das heißt, wir können hier durchaus eine lebendige Ratte bestellen. Kann ich hier jetzt zu Gimlet rüberrufen? Ja, bring mir doch mal eine lebende Ratte, bitte. Ja, ich möchte etwas essen, glaube ich, heißt das. Na schön. Einen extra rohen Mausburger. Kommt sofort, der Herr. Ich glaube, ich habe es gerade irgendwo quieken gehört. Extra roh ist genau richtig. Ja, da guck. Ist nicht wahr. Jetzt die Musik wieder so leise. Bitte sehr. Ne? Extra roh. Sehr gut. Wo ist Truhe? Hallo Truhe. Jetzt haben wir Das brauche ich, nachdem ich Blut von der Maus bekommen habe. Okay, das lässt es nicht zu. Es nützt nichts, das zu zersägen. Aber, naja, ich glaube, ich muss echt so einen Mini-Vampir finden, ha? So wie das aussieht. Okay, Brutalität verschieben wir auch später. Wir haben eine Maus. Kann ich jetzt aufstehen hier wieder? Ja, mit Doppelklick. Doppelklick. Und den Cayennepfeffer nehmen wir bitte auch mit. Tun wir mal hier. Lassen wir ihn in Ruhe. Lassen wir ihn. Ich will doch nur in die Truhe gucken, Mann. Hä? Jetzt habe ich dem Troll den Cayennepfeffer gegeben. Was soll denn das werden? Okay, ich habe da offensichtlich irgendwas vorweggenommen. Jo, hier kann ich dann wahrscheinlich nichts mehr machen sonst. Schauen wir mal. Wo geht's dahin? Da sind wir wieder raus aus den Schatten. Jetzt laufen wir da mal rüber, weil da war ja noch die Taverne mit dem Trollkopf. So. Dann schauen wir da mal rein. Hm? Wirt, ich möchte Winkels Extra Blair. Einen ganzen Krug von dem Zeug. Hier unten. Hallo? Ich möchte... Nein. Hey, komm zurück. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin Casanunda, zweitgrößter Liebhaber aller Zeiten und Verkäufer von Leitern. Komm zurück! Da haben wir Casanunda. Der kommt auch nicht in dem Buch vor, glaube ich. Hat er da eine Rose im Mund? Und du bist, Casanunda, Leiterverkäufer und Liebhaber extraordinär. Mit Extraordinärem kenne ich mich nicht sehr gut aus. Oh, wie wir tanzten.
Wie wir tanzten durch die Nacht, nur den Tanz wir kannten, bis unsere Socken brannten. Brannten? Jawohl, ja. Du bist also der größte Liebhaber weit und breit. Eigentlich nur der zweitgrößte. Aber so wie ich das sehe, wenn die Leute wissen, dass man die Nummer zwei ist, dann glauben sie, man gibt sich mehr Mühe. Ist was dran, muss man mal so sagen, ne? Wie verbringt der zweitgrößte Liebhaber weit und breit seine Zeit? Oh, ich suche immer nach neuen Herausforderungen. Ich halte es für meine Pflicht, Romantik und Trittleitern in das Leben schöner Frauen zu bringen. Romantik und Trittleitern, jawohl, ja. Wie verbringt der zweitgrößte Liebhaber weit und breit seine Zeit? Oh, ich suche immer nach neuen Herausforderungen. Ich halte es für meine Pflicht. Das hatte ich ja schon. Deine Leiter... Die beste Leiter auf der Scheibenwelt dient dazu, einen Ausgleich zu schaffen. Sie erlaubt es, dem zu klein geratenen Liebhaber die Angebetete auf die Wange zu küssen und nicht etwa auf... Das genügt. Nun, ich brauche eine Leiter. Kannst du mir eine besorgen? Nein, ich habe nur eine und die benötige ich selbst für meine romantischen Abenteuer. Wenn du mich einer dem bodennahen Frau vorstellst, einer leidenschaftlichen, wilden Schönheit, dann gehört die Leiter dir. Hoffentlich stellt er keine zu hohen Ansprüche. Hat er nicht gesagt, er ist Leiterverkäufer, aber er hat nur die eine, die er selber benutzt? Suspekt. Ich soll eine Frau finden, die den Burschen zuhören kann, ohne einen Schreikrampf zu bekommen? Sie müsste im Koma liegen. Um darüber nachzudenken. Ja, schauen wir mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mich schon wieder verklickt übrigens, ne? Das passiert mir irgendwie öfters. Was liegt denn da? Das sind Streichhölzer. Eigentlich keine große Überraschung, oder? Wenn man eine seltsame Taverne besucht, findet man sicher irgendwo Streichhölzer. Ja, stimmt. Die gibt's ja immer als Werbegeschenk und ich glaube auch im ersten Teil gab's die schon. Blutruhe. Ah nein, wir haben den Cayenne-Pfeffer doch rein. Ich muss nur das Inventar scrollen. Oder ich kann sogar größer machen. Wow! Haben wir ein großes Inventar. Ein Troll. Ein Troll besteht ganz aus Stein. Ist jedoch nicht so intelligent. Also der Text sagt, dass sie aus Steinen bestehen, aber... Ja, ich weiß nicht, die Optik erinnert mich jetzt nicht so wirklich an Stein, muss ich sagen. Was darf es sein? Ich grüße dich, guter Mann. Mit wem habe ich die Ehre? Wen meinst du? Dich? Wie heißt du? Wie heißt du? Es geht mir gut. Das ist schön. Erstaunlich, nicht wahr? In einer anderen Stadt wäre er bereits Bürgermeister. Sag mir einfach, welche alkoholischen Getränke hier ausgeschenkt werden. Und damit meine ich nichts, das sich durch Glasflaschen frisst oder einer Protozoenkolonie als Brutstätte dient. Oder das mir absurde Probleme mit der Chaostheorie und Schmetterlingen beschert. Was anderes wir nicht haben. Nur Protozoen. Das sind nur kleine Protozoen. Meinst du Wimpertierchen? Nein. Es sind größtenteils Rädertierchen. Großartig. Er weiß nicht, wo bei einem Schuh vorn und hinten ist. Aber er kann Mikroorganismen klassifizieren. Ja. Wohin kämen wir nur ohne ein gutes Bildungssystem? Na schön, gib mir ein sehr alkoholisches Getränk. Meinetwegen auch mit intelligenten Rädertierchen drin. Soll ich dafür sagen, dass alles aussieht schön? Vielleicht mit zwei Amöben, einem kleinen Spieß? In Ordnung, wie du willst. Und das heißt, ja, die Kunst des Cocktailmixens sei längst tot. Sehr schön, was genau haben wir jetzt bekommen? Ah, ein Humpenbier. Dient gleichzeitig als Schwimmbecken für viele kleine Geschöpfe. Oh, sieh nur, einige von ihnen winken. Wollte nicht jemand ein Bier? Ich bin leider gerade auch nicht so fit. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, aber ich denke, irgendjemand hat nach einem Bier verlangt. Oh,
Ein Vampir bietet ein Bild des Jammers. Man sollte ihn nicht als untot klassifizieren, eher als unlebendig. Man sehe sich nur die Zähne an. Können bestimmt aus allem das Blut herausholen. Ich frage mich allerdings, ob sie echt sind. Wenn das Otto Shriek ist, Blut, Blut, Blut. Ja. Wie bitte? Schon gut. Ich versuche nur, mich an diese Rolle zu gewöhnen. Du bist also ein Vampir, wie? Ja, ein Kind der Finsternis, Höllenbrut, was in der Art. Es ist ein Job. Jemand muss ihn erledigen. Was machst du so? Ich habe mich oft gefragt, wie ein Vampir seine Zeit verbringt. Nun, weißt du, ich bin die Nacht. Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Womit wir beim Problem wären. Wie kann jemand die Nacht sein? Als Stellenbeschreibung taugt so etwas nicht viel, oder? Man wird nicht einmal gefragt. Eines Abends geht man nach Hause und zack, plötzlich ist man ein Vampir. Ist es so schlimm? Es hat doch sicher auch Vorteile, oder? Welche Vorteile? Nenne mir einen. Nun, man braucht nicht mehr so viel Geld für Lebensmittel und Miete und so auszugeben. Außerdem, schwarz passt zu allem. Ja, aber die Sache mit der Nacht geht mir auf die Nerven. Früher war ich um spätestens 8 Uhr im Bett. Und jetzt? Sieh mich nur an. Nachts ist es draußen dunkel. Habe ich recht? Ja. Ich stolper dauernd. Untot zu sein bedeutet nicht, Augen wie eine Katze zu haben. Ich wünschte, ich hätte solche Augen. Aber leider ist das nicht der Fall. Wenn ich also richtig umherschleichen will, brauche ich eine Laterne. Und dadurch verliert die ganze Sache ihren Sinn. Gibt es eine Alternative zum Umherschleichen? Nun, ich hab's mit einer Kleinanzeige versucht. Vampir, Hungriger, sucht willige Opfer, die ihn ihr Blut kosten lassen. Erstaunlicherweise hat niemand geantwortet. Erstaunlicherweise. Als ich darüber nachdachte, erschien mir die ganze Sache falsch. Deshalb beschloss ich, das mit dem Blut aufzugeben und etwas anderes zu probieren. Und ich begann mit Erdbeermarmelade. Hat das geklappt? Nun, die Marmelade schmeckt besser. Aber sieh nur, was passiert ist. Siehst du, siehst du, meine Zähne sind verfault. Wer hat je von einem Vampir gehört, der ein künstliches Gebiss trägt? Unter anderen Umständen wäre ich bereit, dich uneingeschränkt zu bemitleiden. Ich habe jedoch das unangenehme Gefühl, dass ich irgendwann auf deine Dienste zurückgreifen muss. Im Rahmen eines viel zu komplizierten Plot-Konzepts. Ja, also... Hier können wir vermutlich die Maus abzapfen mit dem mit den Zähnen. Du bist kein Vampir. Und ob ich einer bin? Ich habe den schwarzen Umhang und auch das Rüschenhemd. Glaubst du, so etwas würde ich tragen, wenn ich noch am Leben wäre? Sieh dir das an. Das kommt vom Blut vor Augen. Jetzt bist du entsetzt, stimmt's? Von meiner dunklen Macht gelähmt. Hypnotisiert vom Schrecken, der des Nachts zuschlägt? Der traditionelle Horror ist längst out. Ob ihn jemand vermissen wird?